Kunden, das Brautpaar. Meistens kommen sie ja dann doch schon zu zweit. Und dann lasse ich mir mal erstmal erzählen, was genau stellen sie sich eigentlich vor? Wie möchten sie ganz gerne? Was soll ich fotografieren? Wo soll ich dabei sein? Fragt wirklich nach, was stellt ihr euch vor? Mhm. Und genau das setze ich in dem Moment dann um, dass ich dann sage, passt auf, in dem und dem Paket ist das drin. Mhm. Ich fotografiere dann die Trauung, so wie ihr es wünscht. Ich fotografiere noch den Hinterher, so wie ihr es wünscht. Also ich fotografiere, wenn das Brautpaar reinkommt, also ich bin immer die Erste, die reingeht, fotografiere dann sozusagen schon mal die Ringe, die Gäste, die reinkommen und dann natürlich das Brautpaar, wie es reinkommt. Und wenn die Standesbeamtin oder der Standesbeamte redet, Reden hält, dann bin ich ganz leise, dann fotografiere ich gar nicht, dann stehe ich irgendwo bloß in der Ecke rum und, oder am Rande und warte ab. Weil in dem Moment stört es, wenn ich mich bewege, es stört es, wenn ich Klick mache mit der Kamera, beziehungsweise wenn es blitzt, wie auch immer. Ich mache diese spontanen Aufnahmen von den Gästen zwischendurch, wenn Kinder was erwartet. Ist auch immer einer dabei, der so gerne als erstes schreit, bevor die Trauung überhaupt losgeht, oh, Fotograf, ich will dich gerne fotografiert, dann bin ich gerne drauf. Das ist mir immer der Liebste, weil der ist am meisten dann mit drauf, neben dem Brautpaar. Der am lautesten schreit, wird am meisten fotografiert, so nach dem Motto. Nun ist es in Berlin und auch in Brandenburg so, dass man immer eine halbe Stunde mindestens vorher da ist. Ich mit meiner Überpünktlichkeit bin natürlich noch zeitiger da, von daher werde ich euch dann auch da empfangen. Also fürs Brautpaar ist wirklich so, bleibt ja in Erinnerung, meine Fotos und die haben sie immer in der Hand und können das halt eben mit der Hochzeit und mit mir in Verbindung bringen. Ich bin natürlich nicht nur Fotografin, in dem bin ich auch, ich sag jetzt mal, Choreograf. Ich bin auch Animateur, das heißt, alle Gäste erinnern sich logischerweise nicht an mich durch die Fotos, weil die hat das Brautpaar hauptsächlich, sondern die erinnern sich an mich durch meine Art und Weise, dass ich halt eben auch mal einen Scherz mache, dass ich halt eben auch nicht nur leise in der Ecke stehe, gerade bei diesen Gruppenaufnahmen oder wie auch immer. Da wird immer irgendwo, ich gucke dann halt eben, sitzt das Hemd richtig bei den Männern, sitzen alle Jackentaschen, sind die alle ordentlich. Bei den Damen ist der Verschluss von der Kette richtig und das wird natürlich wahrgenommen von den Gästen. Und dann kommt doch immer irgendein Witz mit rein. Ich passe mich auch der Situation immer sehr an. Also keine Hochzeit ist wie die andere, um Himmels Willen. Und keine Gäste sind wie die anderen und wird aber immer alles positiv aufgenommen, dass ich dann mal zuppeln gehe und dass ich dann mal da irgendwo was richte. Ist natürlich jetzt, ja, das ist halt so meine Art und Weise und ich bin auch, bin nicht unbedingt leise, was diese Gruppenaufnahmen angeht. Also ich warte dann nicht, bis alle fertig sind, sondern ich gebe dann schon richtig Anweisungen und sage dann schon noch, was ich haben will für das perfekte Foto für das Brautpaar. Weil das ist ja für das Brautpaar wiederum die Erinnerung.